Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Atrakensang. Wir sind immer noch in Talon und sind jetzt auf dem Weg zum Turm, wo wir Arum treffen sollen. Was ist da drüben nur für ein Rummel? Wie soll man denn hier vernünftig arbeiten? Dieses Gekreische hält ja kein Mensch aus. Aber in der Stadt scheint irgendwas los zu sein. Wisst ihr, auf wessen Befehl die Wachen handeln? Kommt die Order wirklich vom Stadtrat? Nein, das weiß ich nicht. Und es juckt mich auch nicht, die Bohne. Ich will einfach nur in Ruhe arbeiten. Schließlich will ich heute irgendwann nochmal fertig werden. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns nochmal an. Es wirkte durchaus etwas seltsam alles, dass hier jetzt plötzlich so ein Tumult ausgebrochen ist. Und du wolltest sie aber gerade gar nicht zu sehen. Hier scheint alles normal zu sein. Ich scheine aber auch durch die Stadt durchzumüssen, um zu diesem Turm zu gelangen. Hier scheint auch kein Tumult zu sein, okay. Ich hoffe allerdings, dass ich hier richtig bin, um zum Turm zu gelangen. Nicht hier. Hier entlang, schätze ich dann. Gut, rüsten wir dich auch noch aus mit diesem Ziel. Hilfezauber. Ich hoffe, Arum hat seine große Armbrust dabei. Das sieht alles schon sehr unheilvoll aus. Nun beweis mir deine Findigkeit. Hast du den Schlüssel zum Turm aufgespürt? Ja, hier ist er. Angroschs Hammer. Das ist sie wirklich. Jetzt gibt es diesen verdammten Drachen an den Kragen. Jenny Düstermärchen, du bist würdig, Seite an Seite mit uns Angroschem gegen den Purpurwurm zu kämpfen. Gortosha Mortomosch. Will ich das? Natürlich wollen wir das. Mit einem Büfern haben wir schon besiegt. Gut, das ist keine Büfern, das sind Drachen, aber trotzdem. Nimm die Steinscheibe, setz sie in die Pforte ein und öffne sie damit. Dann lass uns den Turm betreten. Sehe ich echt schon? Der Kampf gegen den Drachen? Dann sollte ich mich nochmal rüsten. Alles klar. Arquartus. Zeritus, Astus. Das behalten wir leider nicht lang. Furax. Obwohl ich sie aufgelevelt habe. Arquatus.
Ich rufe hier auch nochmal das neue Skelett. Weil ich nicht weiß, wie lange wir brauchen, bis wir zum Drachen tatsächlich kommen. Oder was uns da drin generell erwartet. Aber wir hatten einen Autosave. Von daher speichere ich jetzt auch nochmal. Nun, dann ab in den Ort des Drachen. Da wären wir. Der Hort des Ungetüms ist jetzt nicht mehr weit. Lasst uns zusammen gegen die Bestie bestehen. Ich hoffe, du kannst nicht sterben. Bevor wir uns der Bestie stellen, solltet ihr euch noch etwas vorbereiten. Diese Truhe hier haben wir aus Murrolosch mitgebracht. Sie enthält Brandsalbe und andere Dinge, die uns im Kampf gegen den Drachen unnützlich sein werden. Bedient euch. Alles klar. Truhe. Da. Brandsalbe. Ja, klingt logisch, wenn man gegen einen Drachen kämpft. Ausdauertrank. Ja, den nimmst du. Drachentöterhelm. Mal denn den jetzt genommen, den Drachentöterhelm. Ich versuche mein Bestes. So, Brandsalbe. Ja, die sollten wir aufteilen an sich. Teilen wir das mal auf. Wie viele für jeden? Wir sind zu viert. Du hast gerade gar keinen freien Platz. Oh, jetzt ist jedes Inventar voll. Okay, ganz ehrlich, wir schmeißen einfach Sachen weg. Bringt ja nichts. Du kriegst 3. Du kriegst 3. Ich muss auch dran denken, sie auszurüsten. Ja, ich glaube, die kannst du auch wirklich beide haben. 2 Heiltränke. Wir haben einen großen Heiltrank. Mein Atem geht ruhig. Du hast einen großen Heiltrank. Na klar. Du hast keinen Heiltrank. Dann solltet ihr vielleicht zumindest einen geben. Allerdings hat dein Vorkrim nur noch einen. Behalte du die mal. Ich versuche mein Bestes. Und du hast den Helm. Nein, nicht wegwerfen. Anziehen. Thank you.
Wurde das denn verwendet? Der Schleifstein? Nee. Ich bin mir ja nicht sicher, was uns erwartet. Ein Drache. Es erwartet uns ein Drache, was sonst, natürlich. Gefiederte Furien werden uns nicht aufhalten. Wenn es nur ein paar bleiben. Ein Zwerg, ein Wort. Ich versuche mein Bestes. Weiß nicht, warum sich Drachen mit Harpien verbünden. Weil sie beide Flügel haben oder so. Ja! Lass das mal Vorgrim machen. Warum bin ich tot? Aufgepasst. Weil ich Wunden habe. Getötet von ein paar nervigen Harpien. Tragisch. Für Ardo. Ja. Aber mein Skelett überdauert. Meint ihr? Bei Angrosch. Mein Atem geht ruhig. Saranar Ayola. Folgt mir. Jetzt wird's ernst. Lass das mal vor. So, das war's mit euch. Kurzer Zwischenstopp. Wo ich leider schon gestorben bin. Ich hoffe, da beim Drachen läuft das nicht so. Na gut, die Wunden sind alle geheilt. Phorax. Irgendjemand hat ein Level up. Aber da kümmern wir uns später drum. Für Ardo. Ich habe halt wirklich nicht mit Harpien gerechnet. Folgt mir. Lass das mal Vorgrim machen. Bei Angrosch Spar. Ja. Ja.
meiner Axt. Mein Atem geht ruhen. Folgt mir. Phorax. Mit reiner Masse wollen sie hier gerade trumpfen. Hoffe, das gelingt ihnen nicht. Ich weiß schon, ob er mir noch Zwerge dazugestellt hat. Bei den Massen an Habien, die hier kommen, und dem Drachen. Gut, dass ich so viele Bandagen dabei habe. Den Prinzen der Zwerge war schon mal sehr sympathisch. Dass er sich nicht nur irgendwo in seinem Schloss verkriecht und nicht selbst kämpfen. So wie man sonst vom Prinzen gewohnt ist. Habe ich solche Heerscharen dieser Ungeheuer gesehen und dazu noch so aggressiv. Die Furien sind auch sonst keine friedfertigen Geschöpfe. Aber der Blutdurst dieses Schwarmes sucht seinesgleichen. Ja, sie sind vor allem ziemlich nervig. Das bin ich. Du bist nicht nervig. Na klar. Gladys. Warum schon so tot? Es sind einfach echt sehr viele von denen. Da bleibt einfach nichts anderes übrig als nach und nach auszumerzen und zu hoffen, dass man überlebt. Sprich, Freund. Ja. Bei Angriff. Aufgepasst.
Das läuft doch ganz gut. Oder mein Skelett noch da ist und Fogrim ist noch da. Ist alles gut. Nur so sind die Zwerge ja auch noch da. Sanya. Sprich, Freund. War klar, dass die beiden Magier halt immer zuerst sterben. Die haben halt auch nicht so viel Rüstung. Oder Abwehr. Die sind halt auch fokussiert auf Magie. Na klar. Vorax. Ich hätte gesagt, wir sollten einen Moment warten, bis alle wieder Leben haben. Aber der Prinz erholt sich so langsam. Und es endet halt auch nicht mit diesen Habien. Ein Schwert, ein Bock. Es sind aber unendlich viele. Nervige kleine Biester. Sprich, Freund. Alles klar. Es lohnt sich halt auch nicht, die Einzelnen zu schwächen, weil die halt sowieso relativ schnell sterben, wenn man sie dann mal angreift. Aber ihr solltet euch auch nicht aufteilen. Nicht so sehr zumindest. Mein Atem geht ruhig. Folgt mir. Die Menge war zumindest überschaubar. Das bin ich. Vorax. Einmal frisch, als wäre nichts gewesen. Immerhin haben wir noch keine Items verbraucht, das ist wirklich, als wäre nichts gewesen. Alle zusammen schnappen wir uns diese Habien. Alles klar. Ich muss auch gleich nachschauen, ob man diese Brandsalbe vor dem Kampf einsetzt oder während des Kampfes. Na klar. Ja.
Candidus. Mein Atem geht ruhig. Folgt mir. Das läuft eigentlich ganz gut. Brandsalbe, kurz gucken. Info. Fünfundvierzig Sekunden ist halt nicht lang. Man sollte wahrscheinlich den Taren zumindest schon mal sehen, bevor man das anwendet. Lass das mal Vorgrim machen. Ja! Sanya. Alles klar. Arquartus. Von hinten kommen welche. Ja, okay. Meint ihr? Von hinten kamen aber nur zwei. Thorax. Aber von vorne kommen jetzt noch welche nach. Lass das mal Vorgrim machen. Vielleicht ist es gleich wieder tot. Okay, es kommen leider gerade viel zu viele. Bei meiner Axt. Für Ardo. Bei Angroschbart. Ja. Das ist leider echt eng gerade. Lass das mal Vorgrim machen. Ja. Sanya. Mein Skelett ist jetzt leider auch schon weg. Hier, wartet. Aufgepasst! Ich versuche mein Bestes. Ich bin mir so unsicher, ob ich hinein soll.
Gott. Für Ardo! Mein Atem geht ruhig. Ich glaube, es lohnt sich gleich, dass ich den nicht geheilt habe. Lass das mal Vorgrim machen. Okay. Scheint gut zu laufen. Sieht so aus, als wären das die letzten gewesen. Das hoffe ich. Ort ist nun frei. Meine Freunde, auch wenn unser Feind verwundet ist, steht uns ein harter Kampf. Folgt mir. Ayangrosch, lasst uns beginnen. Nee, du wartest jetzt erstmal, bis wir geheilt sind. Seine Verletzung das letzte wird, das du dir Sorgen machen musst. Sprich, Freund. Saranar Ayorla. So, Bärchen. Da verlasse ich mich doch lieber auf meine Krieger. Alles klar. Cerritus, Cerritus, Astus, Furax. Wir stärken uns nochmal. Cerritus, Cerritus. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass der Drache First Try wird, ganz ehrlich. Arquatus. Wäre schon eher witzig, das zu vermuten. Yandra Aikara. Und dann speichern wir mal. Der schon wieder. Nicht gut. Wie kommst du überhaupt her? Ich muss sagen, dieses Tal hat sich als wahrer Glücksgriff für meine Forschungen erwiesen. Ihr habt den Angriff des Drachen ja auch mitverfolgt. Das war alles sehr aufschlussreich. Wieso finde ich, dass diese Stimme so gar nicht zu ihm passt? Du wusstest, dieser Drache Brenzern angreifen wird? Warum habt ihr nichts getan? Es liegt nicht an meiner. Liegt nicht an mir, mich in diese Angelegenheiten einzumischen. Wir spielen alle unsere Rollen auf dieser Welt. Ihr mögt den Drang verspüren, euch in das Rampenlicht zu drängen und den Ausgang des Stückes zu beeinflussen. Meine Rolle hingegen ist die eines Zuschauers, eines Zeugen, wenn ihr so wollt. Für meine Forschung war es von großer Wichtigkeit, dass der Angriff plötzlich erfolgte. So konnte ich die Auswirkungen des plötzlich auftretenden, unerwarteten Terrors beobachten. Hätte ich die Menschen gewarnt, so hätte sich ihre Furcht langsam aufgebaut und das Ergebnis wäre ein anderes gewesen. Eigentlich würde ich gern das hier sagen. Was habt ihr im Brenland gelernt? Habt ihr sie nicht auch geschmeckt, diese Atmosphäre der Furcht? Während des Drachenangriffs quoll die Panik in den Menschen hervor und beraubte sie all ihrer Vernunft. Sie liefen herum, kreischten, taten alles, nur wenig Sinnvolles. Ein guter Einblick in die menschliche Natur. Was sucht ihr jetzt? Sie haben Drachen auch Angst? Ich glaube nicht, dass es ein Lebewesen auf der Erde gibt, das nicht in der Lage ist, Angst zu verspüren. Ja, auch Drachen können Angst verspüren und dieser ganz besonders. Ihr scheint mehr über die Bestie zu wissen. Was könnt ihr mir über sie erzählen? Ihr Kreatur ist ein Draco Magento, ein Purpurwurm. Eher jung, schätze ich, 10 Schritt lang, mit 6 Beinen und schwarz-blauen Schuppen. Er scheint wie von Wahn, Angst und Rasserei getrieben zu sein.
Denn fremdartiges Wüten und seine gewaltigen Kräfte müssen bei den Menschen zwangsläufig tiefste Existenzängste hervorrufen. Glaub mir, üblicherweise sind Drachen intelligenter, als dass sie wahllos Menschen töten. So wertlos sie auch sein mögen. Möglicherweise ist die Hinterbrunft. Wisst ihr, wie ich den Drachen bekämpfen kann? Mit viel Leichtsinn und Lebensmüdigkeit. Ja, denn davon habe ich bestimmt genug. Ach, verzeiht den Humor eines alten Mannes. Euer aus Verzweiflung geborener Mut ist possierlich. Nur ein Narr würde versuchen, einen Drachen allein zu bekämpfen. Er ist ein zu starker und zu schlauer Gegner. Der Bauch der Kreatur ist weniger zu gut gepanzert als Kopf oder Rücken. Beachtet auch den Flammenatem auf seinem Maul. Er kann euch leicht vernichten. Tronchinis Salbe hilft gegen solche Verbrennungen. Ihr könnt euch welche verkaufen und manch anderes Kleinod oder Kräuterzauberkunst. Warum hilfst du uns denn plötzlich? Ist doch durchaus interessant, dass er uns plötzlich doch helfen möchte. Ich hoffe, wir erstmal den ganzen Kram hier ab. Die kann man nämlich gerade gar nicht gebrauchen. Ich hab da noch einen magischen Stab, der nicht identifiziert ist. Heiltränke. Nur einer. Schade. Waffenbalsam. Jetzt verschwendet er. Ja, okay. Ein Heiltrank. Ein kleiner. Ich kann leider nur nach oben. Ich denke, das Waffenbalsam wird dir helfen. Gut, wir haben zumindest einen jetzt mal gesäubert. Scheint, dass das Gespräch jetzt wieder in die Zeit mit reinging, wo der Zauber wirkt. Zeritus, Zeritus, Astus. Candidus. Ich frage mich, ob ich jetzt vielleicht doch schon die erste Brandsalbe verwenden sollte. Deceptio. Ei. Aber noch sehe ich ja nicht mal den Übergang zum Drachen. Ich vermute zumindest, dass es einen geben wird. Kann ich natürlich nicht sicher wissen. Habe ich vielleicht bessere Pfeile jetzt für diesen Drachenkampf für dich? Kriegspfeil, aber nur 14. Normale Pfeile. Ja, nee. Ja, okay. Ja, ich sehe voll, was sich hier auf Drachen schließen lässt. Ja. Es hält leider nur 45 Sekunden, die Salbe. Komm. Eine nehme ich, eine kann man ja mal machen. Aufgepasst! Na klar. Bis ich alle genommen habe, ist die Wirkung von den ersten hier schon wieder aufgelöst.
Okay, das war zu früh. Wissen wir das auch? Gartosha Mortomosh Garkaroshem! Lasst uns der Bestie zeigen, wie Amboss Zwerge kämpfen! Die Hände. Nein! Meine Brüder! Das soll deine letzte Gräueltat gewesen sein. Wieso habt ihr nicht die riesige Armbrust mitgenommen? Ja, sieh mich nur genau an. Ich bin Prinz Arum, Sohn von König Arombolosch und werde deinem Zerstörungswerk ein Ende setzen. Hoffen wir es zumindest. Ich hoffe, dass Kälteschock besonders gut bei dem Ding hilft. Sanya. Ja, das hat sich natürlich auch schon wieder aufgelöst. Yandra Aikara. Furax. Weil machen wir zuerst den hier. Also jetzt, wo ich gesehen habe, wie dieses Ding Prenzheim hat in Flammen aufgehen lassen, kommt mir das mit dem Heldsein gar nicht mehr so spannend vor. Mhm. Schön für dich. Vielleicht sollten wir auch nicht einfach im Feuer stehen bleiben. Schwierig. Genau jetzt wirkt es natürlich auch nicht mehr. Die Feuersalbe. Bei Angroschbart. Ja. Ich hoffe, das bleibt nicht allzu lange, das Brennen. Ich versuche mein Bestes. Sanya. Das bin ich. Zeritus, Zeritus, Astus. Schwierig. Das hört nicht von allein auf zu brennen, oder? Kann das sein, dass es gar nicht aufhört zu brennen von allein? Lass das mal Vorgrim machen. Sie hat aufgehört zu brennen von allein, okay. Alles klar. Schwächung? Hast du noch? Blitzdich findest du aber nicht. Mein Atem geht ruhig. Ich versuche mein Bestes. Bei Angroschbart. Wieso ging das mit der Heilung schief? Sprich, Freund. Sanya. Warum hast du ihn nicht geheilt? Deception.
Moment, eigentlich habe ich... Du musst doch... Genau, du hast das. Nimm das bitte schnell. Sprich, Freund. Na klar. Jetzt brennen wieder alle. Nicht alle, ich brenne nicht. Faszinierend, okay. Ich versuche mein Bestes. Er brennt auch nicht. Ja. Muss man näher dran stehen, um nicht zu brennen, vielleicht? Ihr hatte ich keine Heilung gegeben, ne? Ja. Damit warten wir noch ein bisschen, glaube ich. Sprich, Freund. Candidus. Nun, der Prinz ist tot. Ich hoffe, der bleibt nicht tot. Ein Zwerg, ein Wort. Alles klar. Tja, für dich sieht's leider gerade echt nicht so rosig aus. Du nimmst den. Du nimmst den. Mach, mein Skelett ist schon tot. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Lass das mal vor, Grimm, machen. Ei. Na klar. Arquartus. Okay, jetzt hat's mich erwischt. Direkt das, direkt das. Diesmal bist du noch nicht verbrannt, zumindest. Und du bist tot. Meint ihr? Dann musst du natürlich ihre Aufgabe ein bisschen übernehmen. Und den Typen hier schwächen. Brennt irgendjemand? Du brennst leider. Nimm das. Ich versuche mein Bestes. Ja! Ein Zwerg, ein Wort. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist zu früh, um da noch... die nächste Heilung zu nehmen. Aufgepasst! Ja, jetzt kannst du sie aber nehmen. Ei. Ein
Ein Schwert, ein Wort. Ja, und der nächste kommt nach. Aufgepasst. Ich bin super Totenbeschwörer. Gar kein Problem. Wir haben praktisch unendliche Sklaven. Ein Zwerg, ein Bock. Was wir nicht unendlich haben, ist leider Brandsalbe. Das war's nämlich schon. Bei Angroschbar. Du nimmst die Heilung. Und es geht sofort weiter. Du sprichst ihn. Ich brenne leider noch. Ich hoffe sehr, dass es jetzt nicht so schlimm ist, dass Arom gerade im Kampf gefallen ist. Dass er gleich einfach wieder aufsteht. Meint ihr? Dann wir es nicht nachlassen, so kurz vorm Ende. Gut, first try, ey. Supi. Aber die Hände, ist wie eklig. Und so fällt eine weitere Bestie unter dem Stahl der Angroschiden. Mir bleibt nur noch eins zu tun. Der Karfunkel. Ich werde ihn als Trophäe meinem Vater nach Morolosch bringen. GG. Drachensteak. Es ist vollbracht. Nehmt euch, was ihr wollt vom Hort der Bestie. Morolosch hat seinen Preis bereits. Die heimtückischen Ränge der Drachen haben einen Streiter weniger. Und Thorgrim, Sohn des Ferolax, hatte seinen Anteil daran. Vater, das bin ich. Furchtbar stolz auf mich. GG. Immer wieder schön, einen Drachen zu töten. Egal in welchem Spiel. Oh, diese ganzen Leichen. Von heraufbeschworenen Skeletten. Schön. Nicht das da. Töte den Drachen, erledigt. Hast du misslungen? Hä? Hä? Welche Jungfrau? Ja, egal. Meine Aufgabe war es, den Drachen zu töten, nichts weiter. Ich bin doch durch die Stadt gegangen. Da war keine Jungfrau. Und beim Drachen war auch keine Jungfrau. Ja, lass mir doch jetzt in meinen Sieg nicht madig machen. Das ist genau sowas. Ja gut, die Ausrüstung ist was, was ich halt schon hab. Einhandwaffe. Zweihandwaffe. Vielleicht das Schild. Ein Zwerg. Und mit dem Rest kann ich nichts anfangen. Ja komm, nehmen wir das Schild.
Aber ich verstehe nicht, wo die Jungfrau hätte sein sollen. Egal. Feuerstrahl aufleveln finde ich sehr gut. Oh, nächste Stufe für mein Skelett finde ich auch sehr gut. Also wir haben den Drachen besiegt und nun? Haben wir keine Aufgabe mehr. Wird sich bestimmt erledigen, sobald wir hier wieder rausgehen. Kabas Kandraxin, was für ein Kampf. In deinen Adern fließt ohne Zweifel das Blut alter Helden und du gehörst in eine Reihe mit den großen Drachentötern meines Volkes. Yippie! Dieser Karfunkelstein aus dem Schädel des Drachen ist des Monstrums größter Schatz. Nun ist er in unseren Händen. Wie es die Tradition befiehlt, werde ich den Karfunkelbergkönig Ambrolosch zu Füßen legen, auf dass er sieht, dass die Herrscher der Drachen einem Soldaten weniger hat. Wir Drachentöter haben gelernt, aus den Überresten der Würmer Waffen und Tränke von großer Macht herzustellen. Als Dank für deinen Beistand möchte ich dieses geheime Wissen mit dir teilen. In diesen Aufzeichnungen findest du alles, was du wissen musst, um dir aus Jaguars Überresten eine Rüstung zu fertigen. Yay. Ich werde sofort nach Murolosch aufbrechen. Es wäre eine Ehre für mich, wenn du mich auf meiner Reise begleiten würdest. Solltest du noch Dinge hier in Talon zu erledigen haben, so werde ich dich bis zur Stadt begleiten und dann allein weiterreisen. In diesem Fall wäre es mir aber eine Ehre, dich später vor den Toren Murolochs empfangen zu dürfen. Geh voran, wenn du bereit bist. Ja, cool. Denn wir wollten eigentlich nach Murolosch. Treff Arom in Murolosch. Ich will Seife kaufen gehen. Ich will Seife kaufen gehen. Ja. Wann will ich denn? Ich kann nur nach Ferdok. Und von da wahrscheinlich dann nach Murolosch. Wo kann ich denn Seife kaufen in Ferdok? Bin mir gerade nicht sicher. Geh mehr in die Hauptstadt. Da können wir auch unseren Kram verkaufen und vielleicht Seife finden. Das mit der Jungfrau tut mir zwar leid, aber ich habe keine Ahnung, wo die hätte sein sollen. Tretet nicht. Ich möchte Dinge verkaufen. Stimmt, haben wir ganz viel Schwachsinn auch noch bei uns. Oh, Rattenschwänze haben wir ganz viele gesammelt. Da wird sich der Wirt doch freuen.
haben sogar noch Seife dabei, schön. Ich versuche mein Bestes. Ich weiß nur nicht, ob wir genug dabei haben. Das sehen wir ja gleich. Hier, die Wurfbeile behältst du mal schön. Für den Notfall. So, ja, gucken wir doch mal. Wenn wir genug Seife haben. 4 Stück. Wir hätten gar nicht stinken müssen die ganze Zeit. Müssen wir zumindest keine suchen. Und dann frage ich mich immer, warum wir hier sind. Warum sind wir nicht direkt nach Morolosch? Triftdingens in Morolosch. Das ist doch die Aufgabe. Oh. Darf ich nicht? Seltsam. Was habe ich denn noch in Talon zu erledigen? Ein Mysterium. Oh. So habe ich so viele Rezepte. Oh. Nicht raten, die sind. Das sind die Dinge, die man aus Drachen herstellen kann. Seelensplitter. Mannslanger Magierstab, der an seinem Ende einen goldgelben Edelstein in seiner Fassung birgt. Dieser ist mit einem Akanovi-Zauber versehen, der bei jedem Treffer einen Fulminictus Donnerkeil auf den Gegner wirft und einen W6 zusätzlichen Schaden verursacht. Wow. Ich bin mir gerade nicht sicher, was du eigentlich machst. Was Valonius Stab eigentlich macht. Zaubermacht erhöht. 1W plus 2. 1W plus 0. Aber immer ein Donnerkeil dabei. Astralenergie erhöht das. Und meine Parade. Sonst aber nichts. Ja komm, testen wir mal das mit dem Donnerkeil.
zusätzlicher Schaden ist doch eigentlich immer schön. Wenn es mir irgendwie nicht gefällt, kann ich sie auch rückgängig machen. Jetzt gerade verstehe ich aber nicht, wie ich nach Molosch kommen soll. Das ergibt für mich keinen Sinn, dass wir wieder hier sind. Aber hey, ich würde sagen, ich beende mal die Folge hier an dieser Stelle. In der Pause schaue ich dann, wie wir nach Molosch kommen. Sehr seltsam. Und ja, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Wir haben einen Drachen besiegt, ich bin zufrieden. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye!